Willkommen zurück in der Welt von Pain. Wir standen doch nicht hier unten. Also manchmal die Punkte, wo er speichert, das ist ja merkwürdig. So, wir sollen die komischen Schreine suchen. Im Prinzip müssten wir eigentlich noch abwarten, bis es Tag wird. Ah, die Nacht fängt jetzt erst an, ne? Der Mond geht ja erst auf. Sehe ich jetzt auch erst am Kompass, dass da so eine Tageslichtanzeige überhaupt existiert. Was ist das denn? Ach so. Das war eine große Gruppe. Die Frage ist, wo laufen wir als nächstes hin? Da kann ich ein paar Sachen mal klauen vor denen. Wartet, ihr könnt nichts klauen. Okay, ich verkühle mich. Starten die einen Angriff? Nö. Mahlzeit. So, schwimmen wir mal zu der kleinen Insel da. Ah, auf jeden Fall Schlüsselgraphit, genau, das habe ich oft. Nice. Die Frage ist ja, ist das der Schrein da oben? Ah, jetzt kann ich die Karte nicht öffnen. Stimmt, ich glaube, die Tür war da auch zu, ne? War das nicht so? Wir waren ja schon mal da. Die Sprungkönigin und ihr langer Marsch. Ihr Marsch wurde erleuchtet von ihrer Tapferkeit, unmögliche Sprünge zu machen. Eine Fähigkeit, die eine Brücke zwischen den Goladigak und ihren Vorfahren schlug. Aber hier waren wir doch dann schon mal drinne.
Oh. Verstehe ich nicht. Ach, Dreck. Erkundungsfortschritt. Ach, so war das. Diese Inschrift zeigt die Königin, wie sie die Goladigak durch eine feindliche Festung führt. Anscheinend hat sie es irgendwie geschafft, Dörfer in den Frieden zu bringen, damit sie den Goladigak freies Geleit gaben. Moment mal, dieser Teil sieht so aus, als wäre er später hinzugefügt worden. Im späteren Verlauf zeigten sich die Sprünge der Königin auch den Weg in Richtung Einheit auf. Okay, ich muss also noch verschiedene Schriftdinger finden. Aber wo? Die Sprungkönigin hatte die Führung inne, suchte mit ihrer ihren schutzlosen Goladigaks ihr Heil in der Flucht. Dieselbe Königin war es auch, die die ersten Goladigaks zu einem Ort in Sicherheit brachte, der noch nie zuvor das Sonnenlicht gesehen hatte. Und noch ein Text da. Wollen wir mal sehen. Zwischen den Krokern und Gibbeldiguks brach ein großer Konflikt aus. Die Krokker Boshaftigkeit und ihr Nett auf die Flugfähigkeit der Gibbeldiguks waren es, die sie aggressiv machten. Trotz der fortschrittlichen Werkzeuge der Gibbeldiguk und ihrer berühmten Flugfähigkeit waren ihnen die Krokker zahlenmäßig überlegen. Weshalb nach den damaligen großen Schlachten in den stürmischen Dünen nur noch sie übrig waren. Gibbeldiguk, ich habe noch nie zuvor von ihm gehört. Diese Geschichten ergibt keinen Sinn. Was hat der Irrtum denn hiermit zu tun? Ist, muss ich irren. Ich muss mit ihm sprechen. Oh, Hu, da bist du ja. Was ein Zufall. Hallo. Ich hatte vergessen, noch etwas mit dir zu besprechen. Ich muss mit dir auch über etwas reden. Die Geschichte hier drin macht überhaupt keinen Sinn. Wie ich erwartet hatte. Oh, ich hatte noch nicht erwähnt, dass die Goladigaks wahrscheinlich über ein Ereignis sprechen, das nur sie beeinflusst hat und das zeitlich vor dem Irrtum liegt. Die Tragödie der Dünen ist ein völlig anderer Konflikt, der keine Relevanz für den Irrtum hat. Einer, der wichtiger für diesen arroganten Vögel ist. Naja, ich habe etwas über die Sprungkündigung gelesen. Sie scheint auch während des Irrtums gewichtig gewesen zu sein. Hm, woher weißt du das? Bei einem Teil der Geschichte gab es eine zusätzliche Inschrift, die erwähnte die Hilfe der Königin für den Marsch in Richtung Einheit. Hm. Es gab dort auch einen Teil über die Verbreitung des Friedens. Ah, jetzt braucht das endlich Sinn. Es ist bekannt, dass die erste Goladigak-Königin einen Weg gefunden hatte, die Spezies ruhiger zu machen. Tatsächlich ist es angeblich so, dass man mit einem Goladigak viel besser sprechen kann, wenn er ruhig ist. Ich würde die Verbreitung dieses Friedensgerichts im Hauptdorf vorschlagen. Außerdem solltest du herausfinden, wo du etwas über die Sprungkönigin in Erfahrung bringen kannst. Wenn sie während des Irrtums lebte, wurde sie vermutlich mit ihrem Wissen beerdigt. Geh jetzt, Prinz Hugh. So. Friedensgerüchte, also Propaganda. Ich
frage mich, wäre die Tür sonst aufgegangen, wenn die Sonne aufgeht? Oder was hat das jetzt für einen Sinn gemacht, dass da steht, man muss die ersten Tagesstunden oder Morgenstunden nutzen und man kommt da trotzdem jetzt nachts rein? Ich frage mich, ob wir bei diesem Turm schon waren oder nicht. Aber ich will jetzt auch nicht wieder ewig da hinten hinrennen. Oder war das da gerade der Turm, wo wir hoch sind? Man weiß es nicht. Wo soll ich denn da hin? Aha, ich kann ja doch schon handeln mit denen. Das ist ja interessant. Gerücht. Ich habe kein Gerücht. Muss ich das erst wieder herstellen oder was? Aha. Fünf Minuten friedlich. Aber ich habe ja keinen Platz im Inventar. Doch, habe ich. Was fehlt mir? Händlerabzeichen. Oh, nee, oder? Oh. Hast du sowas hier im Angebot, mein Freund? Na, ich tausche nur mit Freunden, alles klar. Ach nee, falsch. Dann reisen wir einfach. So. Da ist er. So, ein Händlerabzeichen. Die Frage ist, wo kriegt denn das jetzt her? Ist er kein Krieger? Kein Wächter ist ein Händler. Ein Sammler ist es ja auch nicht. Die Händler waren ja die mit den vollen Dingern. Das ist ein Sammler. Der ist alleine unterwegs? Ne, ist er nicht. Was ist das denn?
Alter! Die treffen mich aber auch, wo sie wollen, ey. Ey, zwei von denen sind too much. Da steht schon der dritte wieder bereit. Scheiße. Ah, wo komme ich denn jetzt wieder hoch? Da drüben erst wieder, wa? Shit. Mist. Nein. Oh. Na, hier komme ich auch wieder nicht hoch. Oh, jetzt ernsthaft, ich muss diesen riesigen Umweg jetzt rennen. Ein Glück. Wie komme ich jetzt an so ein scheiß Händlerabzeichen? Was waren das jetzt? Scheiße. Bestimmt kein Händlerabzeichen, oder? Nee. Kacke. Ich müsste nur eine irgendwie ein bisschen rauslocken. Nee. Wie gesagt, ein.
Oder ich muss mir so ein Überfallkommando besorgen. Das wäre noch eine Idee. Wahrscheinlich macht das auch am meisten Sinn. Ich gucke jetzt bloß mal, ob der Bärgelied wieder nachgewachsen ist, eventuell. Oh, wandert. Ja. Ach, schön. Gut, dann geht's in der nächsten Folge zur Werkstatt. Spitze, bedanke mich. Bis dann.